Wieso ist es so kalt? Was ist denn hier passiert? Wieso? Hä? Ich bin mitten im Dschungel. Wie hat's hier geschneit? Ist das... Oh mein Gott, da ist eine Wolke. Eine Wolke! Und die ist genau da, wo ich mein Camp aufgeschlagen habe. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und ich wundere mich, dass ich so friere. Warum ist überhaupt das Feuer ausgegangen? Ich habe mir hier gestern Abend noch ein Feuer gemacht und ist einfach ausgegangen. Oh Mann, das machen wir jetzt aber schnell an. Oh, können wir uns ein bisschen aufwärmen? Das war heiß. Oh Mann, Freunde, willkommen auf jeden Fall hier zu einem neuen Projekt Minecraft. Puppe? Was? Oh, da ist ein kleiner Affe. Oh, ich dachte schon, das wäre vielleicht eine Puppe oder sowas. Aber das ist nur ein Äffchen. Okay, Leute, wir sind hier auf jeden Fall gestrandet im Dschungel, denn, naja, die Izzy hat sich verlaufen. Immerhin ist Chicken mit dabei. Meine Freunde habe ich leider verloren. Aiden und Lia, die sind unterwegs irgendwie woanders geblieben und ich bin jetzt hier im Dschungel und habe mich verlaufen. Ja, und deswegen habe ich mir so ein kleines Lager aufgeschlagen, wo Chicken und ich jetzt erstmal überleben müssen, mit den Strapazen des Lebens zurechtkommen. Zum Glück hat Chicken noch genug zu essen. Ja, wir haben hier Karotten. Das heißt, Chicken wird nicht verhungern. Guck mal, ich kann dir... Aber ich habe nur noch... Freunde, ich habe nur noch diese eine Banane. Das ist alles, was ich zu essen habe. Oh Mann, ich werde verhungern hier im Dschungel. Da ist die Karotte, Chicken. Die kriegst du jetzt erstmal von mir. Und wenn ich dich gefüttert habe, dann gönne ich mir mein eigenes Frühstück. Nehme ich die leckere Banane da hinten. Okay, erstmal hier. Bitte schön, natürlich eine Karotte für dich. Oh, und jetzt, Freunde, jetzt gönne ich mir meine kleine Banane. Warte mal. Hey, du da. Äffchen, deswegen hast du die ganze Zeit so geguckt. Nein, das ist meine letzte Banane. Gib sie mir zurück, bitte. Nein, ich werde verhungern. Ich werde verhungern. Bitte lass mich nicht verhungern. Wieso komme ich hier nicht hoch? Das darf doch nicht wahr sein. Der hat mir meine letzte Banane geklaut. Das war mein letztes Essen. Schinken. Oh, ich will dir deine Karotten nicht wegfressen, Schinken. Jetzt habe ich nichts mehr zu essen. Was machen wir denn jetzt? Oh nein, ich glaube, ich habe keine Wahl. Entweder ich gehe angeln oder ich gehe auf Expedition in den Dschungel. Ich würde sagen, auf Dschungel-Expedition. Ich bin perfekt ausgerüstet. Let's go! Wobei, mir fällt gerade ein, ich kann ja noch versuchen, hier ein bisschen was an Schlamm mitzunehmen, weil das kann man immer mal gebrauchen, wenn man jemanden mit Schlamm bewerfen muss oder sowas. So, zackig, knackig. Okay, hier haben wir auf jeden Fall genug Schlammbälle schicken. Und dann mache ich mich jetzt aber auf den Weg. Wo ist denn dieser Affe hin? Warte mal, vielleicht kann ich den nämlich... Wo ist der denn? Warte mal, seht ihr den irgendwo? Ist er da? Ich habe den doch gerade gesehen. Warte, der isst meine Banane! Nimm das, du doofer Affe! Hier, zack, ich... Da! Oh, der hat die einfach aufgegessen. Aber gut, wir sind im Dschungel. Wir werden schon irgendwie was zu essen finden. Das kann ja nicht die einzige Banane hier im Dschungel gewesen sein. Lass uns mal schauen gehen, ob wir irgendwo was Gutes finden. Oh, da geht's runter. Da war auf jeden Fall gerade so ein Weg nach unten. Wir dürfen uns auf jeden Fall nicht verlaufen. Denn... Dann finde ich den Weg zurück, glaube ich nicht. Oh Mann. Wo kam das her? Habt ihr das gehört? Was war das gerade? War das... Das war der Papagei, oder? Kann das sein, dass der so gruselig... Oh mein Gott. Was macht der für komische Geräusche? Okay, weiter. Ich weiß nicht, woher er das hat, weil Papageien machen ja immer nur die Geräusche nach, die andere Leute machen in Minecraft oder andere Wesen in Minecraft machen. Der hat so komisch gekichert. Was war das? Und ich glaube, ich habe mich verlaufen, Leute. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Wo bin ich denn jetzt? Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe vergessen, wo ich lang würde. Aber wir können oben raus. Was ist das hier? Das sieht aus wie ein Dschungeltempel. Vielleicht gibt es da Essen. Vielleicht kriegen wir da was Leckeres zu essen. Aber hier sind auch Fallen drin. Oh, das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Schauen wir erstmal. Da geht es auf jeden Fall runter. Hier sind Kakaobohnen gelagert. Okay, die bringen uns jetzt aber erstmal nicht viel. Hier geht es in eine zweite Etage hoch. Finden wir hier was zu essen? Das ist unser Auftrag. Hier sind Betten. Aber ich habe schon Bett. Essen! Lecker! Brote und Melonen! Oh mein Gott, wir haben was zu snacken gefunden. Perfekt! Okay, dann würde ich sagen, wir gehen direkt wieder raus aus dem Dschungeltempel, weil das ist mir viel zu gefährlich. Hier meine Zeit zu verbringen, ist, glaube ich, keine gute Idee. Wobei unten manchmal Schätze sind. Vielleicht sollen wir es wagen, Freunde. Sollen wir da runterschauen? Ich hoffe, hier sind keine Fallen oder sowas. Das ist... Spikes! Ah, warte mal! Da sind überall Spikes! Oh mein Gott. Das ist auf jeden Fall ein Rätsel. Das kann ich nicht lösen. Ich weiß die Lösung nicht. Okay, hier rüber. Oh nein. Oh, da sind Pfeile. Da werden wir von Pfeilen abgeschossen. Irgendwo ist hier eine Falle, glaube ich.
Oh mein Gott, der hat mich beinahe getroffen. Okay, das wurde ausgelöst. Hier, den Pfeil können wir mitnehmen. Okay, ich glaube, das ist jetzt hier sicher. Lass uns mal reinschauen. Ah ja, hier sind ganz viele Pfeile und sogar ein Ancient Pfeil, also ein antiker Pfeil. Dann haben wir hier Redstone. Ich weiß nicht, was das macht. Aber hier ist auf jeden Fall... lieber aus dem Weg gehen. Oh, schon wieder ein Pfeil. Hier ist auf jeden Fall wieder Stolperdraht. Und eine Kiste. Und da haben wir Loot drin. Oh, wir haben sogar Glücksklee gefunden. Ich weiß nicht, was der macht. Aber das nehme ich mir auf jeden Fall alles mit. Wir haben ein bisschen was an Essen. Wir haben ein bisschen was an coolen Sachen gefunden. Und dann können wir eigentlich direkt wieder gehen. Es sei denn, wir schaffen das noch, dieses Rätsel hier zu lösen. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Da ist was passiert. Habt ihr es gehört? Da ist was aufgegangen. Ist hier irgendwo... Warte, ist hier irgendwo was aufgegangen? Vielleicht oben oder sowas? Vielleicht ist nach oben hin... Nee. Da muss doch irgendwie... Das Ding ist, ich habe halt keine Spitzhacke. Vielleicht... Da ist wieder was aufgegangen. Lass uns mal gucken. Hier hinten? Ja, hier ist was aufgegangen. Warte mal. Was zum... Was ist das? Freunde? Da ist irgendwas. Ist das ein Etwas oder ist das... Das sieht aus wie eine Puppe. Ich glaube, das ist eine Puppe. Ist ja süß. Warum ist denn hier eine Puppe in dem Tempel? So eine Art antike Puppe vielleicht von den Mayas oder von irgendwelchen antiken Leuten, die hier gewohnt haben. Kann ich die mitnehmen? Die ist auf so einer Säule drauf. Kann ich die? Soll ich die mit nach Hause nehmen? Denn die ist echt süß. Ich glaube, ich nehme die mit nach Hause. Kann ich die... Warte mal. Ja, ich hab sie! Wir haben eine kleine Puppe. Oh, wie süß einfach. Okay, die nehme ich mit. Die kann auf jeden Fall. Die sieht bestimmt hübsch aus, wenn ich die bei mir hinstelle. So, hier raus aus dem Tempel. Und jetzt müssen wir nur noch irgendwie den Heimweg finden. Das Lager! Wir haben es gefunden! Oh mein Gott! Oh, warte mal, ich habe der Puppe noch gar keinen Namen gegeben. Ich wollte gerade irgendwie einen Namen sagen oder sowas, aber ich habe dir noch gar keinen gegeben. Schinken, wie wollen wir die Puppe nennen? Guck mal, wen ich hier habe. Ist die nicht süß? Schau mal! Das ist jetzt unsere neue Puppe, mit der können wir spielen. Dann sind wir nicht mehr so alleine hier im Dschungel. Dann können wir auch mit jemandem reden, weißt du? Muss ich nicht immer mit dir führen, das ist fast wie Selbstgespräche führen, weil du grunzt nur und antwortest nie. Dann kann ich mit meiner Puppe reden, was die Sache wahrscheinlich nicht besser macht. Aber was soll man machen? Alles klar. Ich brauche auf jeden Fall einen guten Platz für die Puppe. Wie wäre es, wenn ich sie vielleicht hier neben mich auf den Nachttisch mache? Zum Schlafen, das ist doch süß, oder? Zack. Oh, sie ist echt süß, Leute. Wir haben jetzt eine kleine Puppe auf unserem Nachttisch. Das ist doch wunderschön. So, Schinken, alles klar. Ich habe ein bisschen was Cooles besorgt hier. Und zwar habe ich Eisen, einen antiken Pfeil, sogar zwei, Bambus und Spinnweben und Knochen und Sachen, die man so braucht. Ich weiß gar nicht, was ich davon überhaupt brauche. Keine Ahnung, Leute. Das Einzige, was wichtig ist, besonders für Ach, vom Feuer. Das Einzige, was wichtig ist, ist Essen, Leute, dass wir nicht verhungern. Und wir können sogar die Melonen anpflanzen. Ich kann ein bisschen was machen. Hier eine kleine Farm oder ein Feld oder sowas hier vorne. Und dann können wir morgen Melonen anpflanzen, Schinken. Was hältst du davon? Das ist eine gute Idee, oder? Aber ich glaube, bald wird es dunkel. Wir sollten uns schon mal auf die Nacht vorbereiten. Da ist wieder der Affe. Nein. Das akzeptiere ich nicht mehr. Hallo, kleines Äffchen. Guck mal, was ich hier habe für dich. Ich brauche mehr Schlamm. Schicken deine kleine Schlammgrube. Ich muss sie leider plündern. Mach, dass du wegkommst, du kleiner Affe. Ah, ich komme hier nicht raus. Und doch jetzt. Da ist er. Hau ab. Geh nach Hause zu dir. Und nicht bei mir zu Hause. Ich wohne nämlich jetzt hier. Das nehme ich von jetzt an mein Dschungel. Genau, Schinken. So. Ich würde sagen, Schinken, wir gehen langsam mal schlafen. Ja? Du gehst auch schon ins Bettchen? Ich lege mich auch hin. Und dann wünsche ich dir eine gute Nacht. So. Ah. Gute Nacht, Freunde. Was war das? Freunde? Habt ihr das gerade gehört? Das war ja voll gruselig. Habe ich nur geträumt, oder? Schinken, habe ich das... Schinken, habe ich das geträumt? Was denkst du? War das... Ich weiß... Wo ist meine Puppe hin? Wo ist meine... Leute, ich bin hier mit der Puppe eingeschlafen. Die war da. 100...
Shing, hast du meine Puppe weggenommen? Wo ist die hin? Gib uns... Was zum... Habt ihr das auch gesehen? Da... Ah! Was zum... Oh mein Gott. Das ist doch... Hast du was Schönes geträumt? Oh mein Gott, sie kann reden. Wo willst du hin? Die Puppe kann reden. Sie lebt. Sie lebt. Die Puppe lebt. Ha? Komm und spiel mit mir. Nein, ganz sicher nicht. Shing, komm. Weg hier. Weg hier. Nein, die Puppe ist... Die ist zum Leben erwacht. Die lebt einfach. Nein, 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 nein. Was will die von uns? Wir müssen weg hier. Wir müssen wegschicken. Das ist voll gruselig. Eine lebende Puppe. Wann ist sie denn... Wann ist sie zum Leben erwacht? Wir müssen irgendwie... Warte, warte, hier ist eine Höhle. Hier ist eine Höhle, hier rein, schnell. Ich glaube, wir sind hier sicher. Ich glaube, hier haben wir uns gut versteckt. Hier ist Lava. Lass mal gucken, ob wir noch weiter können. Hier geht's... Okay, einfach tiefer rein. War sie da? Da war sie nicht, oder? Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, das war sie. Ich glaube nicht, dass sie das war. Nein, hier geht's nicht weiter. Schicken, hier ist Lava. Wir können... Warte, ich kann versuchen. Ich kann versuchen, dich wenigstens über die Lava zu bringen. Dann kannst du auf der anderen Seite... Ich hoffe, du brennst nicht. Schicken. Schicken, schicken, schicken. Überlebst du's? Geh nicht schnell löschen, Schinken! Oh mein Gott, mein Schwein brennt! Oh mein Gott, ich hoffe, Schinken hat's überlebt. Schinken? Warte mal. Du hast's überlebt! Oh mein Gott, Schinken ist noch am Leben! Okay, okay, okay. Du bist. Ich muss nur irgendwie über die Lava kommen, oder? Vielleicht komme ich hier wieder raus. Nein, da ist sie. Nein, da ist sie. Oh mein Gott. Warum versteckst du dich vor mir?